Willkommen zur Star Wars Show. Heute mal als 3DRYPO. 3DRYPO, warum nicht? Es fehlt jetzt nur noch der Helm, dann wäre ich für kurze Zeit 3DRYPO. Ob ich an solche Kunsthände herangekommen wäre, weiß ich auch noch nicht. Da sind wir aber auch schon beim Kern der Sache, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße euch jetzt einfach noch einmal. Willkommen zur Star Wars Show. Heute als Darth Vader. Ja, ihr merkt schon, aber wir sind noch nicht bei der richtigen Show. Herzlich willkommen zur Star Wars Show. Heute als Han Solo. Richtig, heute bleibe ich das andere wie 3DRYPO oder Darth Vader. Das war immer. Jetzt sind wir nochmal Han Solo. Han Solo, der Film, die Story. So, einige haben schon gesehen. Richtig negativ war er nicht. Ist auch gut so. Meiner einer versucht mit dieser Show 30, 44 und 55 plus zu erreichen. Also 30, 40 plus und 55 plus zu erreichen, Lust zu haben, Laune zu haben, dem Hobby zu frönen, auch wenn es sein muss, mit so einem T-Shirt ins Kino zu gehen. Ne? Fehlt nur noch der Revolver. Ne? Ich lerne. Han Solo ist nämlich ein Western. Han Solo ist ein Western, Chewbacca ist jetzt auch mittendrin, habe ich euch schon alles gezeigt. Ich habe euch die Maske gezeigt. Jetzt muss ich natürlich anfangen zu lernen, wie so, keine Ahnung, muss ich mal lernen, habe ich noch nicht. Ansonsten müsste ich mir ein Tonband oder einen Chip einbauen, wenn ich diese Sache habe, dass dann vom Band her das gemacht wird. Denn dieses, kann ich nicht, wisst ihr, merkt ihr schon. Also, diese Show ist auch nicht allzu lange heute. Ich wollte einfach mal eben kurz diese T-Shirts vorzeigen, habe ich gemacht. Ich kann jetzt jederzeit anders erscheinen, ob im Darth Vader oder 3DRYPO. Das ist dahingestellt, ob das eines Tages wieder so sein wird. So, an alle erweitertes Universum, an alle Battlefronts. Natürlich gibt es da wunderbare Geschichten, besonders die Battlefront. Also wenn man sich das Ganze anschaut, so schlecht ist es nicht. Ist natürlich reines Geballer, da müsste natürlich Handlung rein, wenn man daraus einen Film machen wollte. So, und Old Republic, alles schön und gut, Old Republic, alles schön und gut. Da hinten ist einer von Old Republic, der bis jetzt nicht die Leinwand entdeckt hat. Revan zum Beispiel oder Nilius oder andere Progonisten oder Maugus oder Morgus oder keine Ahnung, wie die da heißen. Old Republic ist nun mal nicht so meine Welt. In Old Republic war ich nicht zu Hause und jetzt komme ich auch auf den Kern des Themas. Wir wissen alles über Old Republic, wir wissen alles über Battlefront. Unter uns, sollen wir jetzt ewig in Battlefront rumdüsen, in Old Republic rumdüsen? Natürlich gibt es da Geschichten, haben wir alle gelesen, Bücher, alles hier. Es haben hier sogar einige Romane geschrieben, die ich auch gelesen habe, etc. pp. So, aber auf einer Seite haben wir Hollywood, auf der anderen Seite haben wir die Spielwelt und auf der anderen Seite haben wir Old Republic, was an sich auch eine Spielwelt war und immer noch ist. Nicht mehr ganz, aber wurde eingestellt. Old Republic. Ja, es geht da nicht mehr so zur Sache, das Ganze. Und ich meine auch, die Sache der Figuren ist auch nicht mehr so angesagt. Ihr wisst, ich habe es euch alle vorgestellt, ihr seht sie hier im Hintergrund. Der neue Solo ist da, der neue... Lando Calrissian ist da, der neue Trooper ist da. Um an die anderen Figuren zu kommen, das ist es ja. Das ist immer sehr schwierig, um alle irgendwann zu haben. Ich bin stolz drauf, dass ich wirklich alle Rogue One Figuren hier habe. In dieser metallischen Geschichte der Firma Disney. Sieht auch schön aus, wenn die so da stehen, so eine Front bilden. Natürlich wurde das ja alles jetzt eingekauft. Auch die T-Shirts wurden jetzt eingekauft. Natürlich wegen der Sendung, die da jetzt in Vorbereitung ist. Ja, so gewisse Säuberungsstellen wurden heute auch gemacht. Es wurde gesäubert. Für diejenigen Insider, die da mitmachen werden, die sich erschrocken haben, aber da spielte sich meistens nie was ab. Das war mal ein Notfall. Ein Schauspieler musste mal dringend und hat da reichlich viel Mist gemacht. Wir mussten ihn auch mit Gewalt da rausholen. Nicht ihn persönlich, sondern die Tür war versperrt, da war irgendwas schief gelaufen. Keine Ahnung. Aber jedenfalls seitdem war das dann nicht so, wie es hätte sein sollen. Auch für eine Show machen wir alles schön, für eine Show machen wir alles oder richten wir alles her. Wie gesagt, T-Shirt, auch der Helm, der Röchelhelm von Darth Vader, deswegen ist auch das T-Shirt da. Jetzt arbeite ich noch dran persönlich an einen neuen Trooper-Helm,
Man hat mir jetzt einen aus Rogue One angeboten, warum nicht? Preis ist okay. Ob nur ein Rogue One Helm auf hat oder halt einen aus Episode 4, 5 oder 6, der Stormtrooper. Als ich persönlich frage mich immer, was soll diese Stormtrooper-Verkleidung? Reines Plastik, nichts hinter. Sieht auch nach nichts aus, wirkt auch nicht im Film. Seid mir nicht böse, ihr Troopers. Aber irgendwie sieht dann nichts aus. Hat keine Funktion, nichts. Da sind die Bounty Hunters in ihren Uniformen schon ein bisschen besser, weil sie auch formieren und auch ganz anders tragen. Auch Riven, gut gekleidet mit seinen metallischen Armen hier und so. Das sieht schon etwas besser aus. Einigermaßen ging ja unser Captain da, diese Blechbirne aus 7 und 8. Einigermaßen, man konnte so anschießen, da passierte nicht viel, weil das eine Ritterrüstung war so, ne? Und nicht so eine Plastikrüstung. Da sind wir auch beim Kern der Thema, also die Stormtrooper, also die Old Republic. Nein. Die neue Ordnung. So, diese Ritterrüstung, die aussieht wie ein schwangerer Schwan da, Donald Duck mäßig, die jetzt auch wieder verändert wurden, die jetzt wirklich wieder wie ein Helm aussehen, jedenfalls bei Han Solo. Bei Han Solo sehen die wirklich wieder einigermaßen gut aus. Und bei Rogue One sahen die auch verdammt gut aus, die Scarves und so weiter, also die Stormtrooper da sozusagen, die Sturmtruppen oder die Sondereinheiten sahen verdammt gut aus. Auch diese Schwarzen sahen verdammt, diese Death Troopers sahen auch verdammt gut aus, ist okay, aber mit den Stormtrooper konnte ich mich im Film 4 noch nicht anfreuen, damals schon nicht. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Zu viel Plastik des Guten, hat überhaupt keine Funktion. So, aber hier diese neue Ordnungskluft, die man nicht so schnell bekommt wie die andere Kluft, die auch richtig teuer ist, wenn man sie besorgt, aber deswegen ist richtiges Plastik, das sieht nach was aus, sieht richtig nach Körperschutz aus, man könnte sogar Motorrad damit fahren, hätte sogar einen Sinn, wenn man fällt, bei dem anderen, das fliegt dir um die Ohren, das ist gar nichts, aber wie gesagt, das ist eben so. So, die Show 30, 40, 55 plus beinhaltet alles, Film, Old, Young, ganz Young, Republik, nicht Republik, Renaissance, Resistance, The Star Wars Story. Wir nehmen alles auseinander, was die Amerika uns bietet. Wir wollen das verdeutschen, wir wollen hier in Deutsch. So, die Deutschen sind ein bisschen langsam, haben auch nicht so viel und bekommen auch nicht so viel. Orion war mal das Highlight, Perrion war mal das Highlight, langes her. Dann kam Star Trek, heißen jetzt Trekker. Da könnte man auf die Fanboys sehen. Die Fanboys, ja, die Nerdies, die so richtig alles wissen, jede Sekunde. Ach, herrlich. Die wissen genau, wann Lea das da, so, punkto Lea. Lea müsste an sich Solo heißen. Denn sie hat auf Jakku geheiratet. Laut Bücher, aber nicht laut Film. Ja, ich meine, die klatschen uns da einfach hin. Die kommen, ich weiß, was du sagen willst, haben eine neue Frisur. Ah, ich weiß, da sind wir bei 8. 8, auch zerrissen. Auch gespalten. Johnson hat auch klar gemacht. Johnson hat es richtig klar gemacht. Er wollte es. Er wollte es, dass das so passiert. Dass das gespalten wird. Er wollte diese Verkrustung des Star Wars Universum aufbrechen und zu neuen Wegen führen. Ob er es schafft, werden wir es merken. Werden wir sehen. Ich meine, Jar Jar Abrams hat mit 7 einiges geschafft, also so schlecht war es nicht, mal eben 2,2 Milliarden auf den Tisch zu legen, das haben die anderen nicht geschafft. Und, ja, 1-1 für Rogue One, wir vermuten 1-1 jetzt für Han Solo, also wäre ein Rekord, wenn die 2 Milliarden jetzt schaffen würden für Han Solo, aber Han Solo ist klasse, Han Solo ist sehenswert, Han Solo ist ein Western, Han Solo macht Spaß reinzugehen, hat mit Star Wars auf eine Art nichts zu tun, sondern ist Han Solo. Han Solo gehört zum Star Wars Team, Imperialisten, an Sturmtruppen oder Kämpfertruppen, keine Ahnung, hat eine andere Uniform an, hat keine Stormtrooper, ist also reine Infanterie und legt da los. Durch seine große Klappe, die er da hat, kommt er in so manche Situation. Wer jetzt die gesamten Taser, Teaser und auch Trailer und auch Werbespots gesehen hat, weiß genau, was Bescheid, weiß, was los ist, weiß auch, wie Kira da reingeht, welche. Dass er sie kennenlernt und was weiß ich nicht alles und dass er sich einmischt und so weiter und seine große Klappe und den Zug trotzdem ausrauben. Das haben wir also auch schon gesehen. Das sind keine Spoilers, das ist halt das, was sie uns gezeigt haben. Wie der Ablauf ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, was mich sehr freut, ist, dass plötzlich Chewbacca im Mittelpunkt. Ja, plötzlich lernen wir Chewbacca kennen. Jetzt schreien einige natürlich vielleicht, ja, bring doch, ja, also nur, also den Film könnten wir nicht verstehen, deswegen kommt Chewbacca nicht. Als Solo wäre nur ein Gekreische.
das bringt halt nichts. So, wie gesagt, wir sind hier bei der Star Wars Story, bei der Star Wars Show, die jetzt als Sendung kommen wird. Es sind nur noch ein paar Tage, ich guck mal eben im Kalender. Drei Tage noch, Mitternacht des Mittwochs, 00 und 1 Minute fängt er an und am 25. den Donnerstag ist er dann in den Kinos und dann werden wir mal sehen, was diese erste Woche bis zum 3. Juni uns dann bringen wird. Das wäre dann ein paar Tage im Kino und ob da jetzt so ein Knaller entsteht oder entstanden ist, werden wir dann merken. Wir werden uns aber hier zusammensetzen, einmal Japan, einmal Italien und einmal Deutsch und dann mal gucken, wie wir da auf einen Nenner kommen. Ich freue mich jetzt schon auf die Sendung, die jetzt, wie gesagt, vorbereitet worden ist. Ich habe euch schon einige Sachen gezeigt, ich habe euch auch die Figuren gezeigt und jetzt ist halt der Anfang, also ich wünsche euch sozusagen nachträglich noch schöne Pfingsten gehabt zu haben. In England, das war ja schließlich auch eine Schauspielerin, die da jetzt geheiratet hat, obwohl sie schon geschieden war. Also die kannte das Wort Heirat schon, hatte sie schon hinter sich. Aber egal, wenn Prinz Harry sie unbedingt haben will, soll er sie auch nehmen. So, und so sind wir auch, wie gesagt, jetzt im britischen Bereich der Studios, wo da gedreht worden ist. Und Disney Channel hat auch gezeigt, die Dreharbeiten, zwei junge Ladies auf den Weg gebracht, die das dann da gezeigt haben im Disney-Kanal. Und wer YouTube verfolgt, sieht eh alles. Und diese Sendung ist wie gesagt 30, 40 und 55 plus. Das sind die, die halt noch nicht so in der Welt des Computers, nicht in der Welt von YouTube zugegen sind, aber das Hobby Star Wars haben. Sie kommen ja jeden Tag hier hin und fragen mich, ja, ist es bald soweit? Besorge ich dir im Z 70 Cent halt die Karte teurer oder 1 Euro, je nachdem, wo du sitzen willst, in Vorkasse. Ansonsten, meiner einer wird es abends versuchen, eben hinfahren, gucken, ob er noch rein kann. Und dann wird er sich den anschauen. Und dann freut er sich aufs nächste Wochenende, wenn es auf den Juni zugeht, dass wir dann über Star Wars reden werden und dann hier über Han Solo reden werden. Mal schauen, was da mal rauskommt. Ich mal so ein T-Shirt ist gar nicht mehr so schlecht. Damit werde ich auch reingehen. Ich freue mich, dass der Film im Mai erscheint. Im Mai kann man endlich mal so reingehen, ohne sich dick anzuziehen und die ganze Kluft über sich liegend. 90 Minuten, 120 Minuten oder letztens 150 Minuten lagen die Klamotten auf einem. Früher waren die Kinos ja noch mit Garderobe. Mit Garderobe konnte man abgeben, bekam eine Karte und konnte man es wieder abholen. Aber so gibt es ja heute alles nicht mehr. Ja. Und wer da auf dem Rüttelstuhl sitzt und alles mitmacht und dafür bis zu 20 Euro ausgibt, dem sei auch nicht wahr. Meiner einer freut sich auf sein Kino, sein privates Kino, hat große Leinwand, reicht vollkommen aus, macht tierisch viel Spaß, in 3D alles zu schauen. So, heute ist Avatar angesagt, heute wird sich Avatar nochmal angeguckt, weil Avatar kommt auch. Hat nichts mit der Sendung zu tun, soll nur zum Abschluss sein für diejenigen, welche, die wissen, wann das hier gedreht wurde. Denn viele können heute Avatar nämlich im Fernsehen sehen. Ja, es war nämlich die Pfingstzeit. Meiner einer hat sich nochmal bereit erklärt, Pfingsten vor die Kamera zu springen, einige Säuberungsaktionen durchzuführen. Ziemlich sauber alles und die neue Woche kann starten, die neue Star Wars Woche. Wie gesagt, die Figuren sind da, es lohnt sich nicht vorbeizukommen, die Figuren kriegt ihr bei Amazon. Aber die hier wohnen und alle Zuschauer, die auch Kunden sind, ja, die Figuren sind da. Kann abgeholt werden, kein Thema. Ansonsten werden die vor allen Dingen für Kulisse benutzt. Es soll ja nach was aussehen. Raven ist auch eingetroffen als kleine Figur. Preis ist okay. Die anderen Figuren, die halt weg waren, kommen jetzt nach und nach wieder rein. Auch die großen Figuren kommen nach und nach rein. Denn 2019 soll das eine tolle Kulisse werden. Bei 2019 rumst es ja mal wieder. Celebration in Chicago. Da rennt man dann mit schusssicherer Weste rum, weil Chicago ist ein hartes Pflaster. Vor allen Dingen für Touristen. Und da muss ich schon schmunzeln, wie ich das gehört und gelesen und auch gesehen habe. Chicago kommt also 2019 mit The Celebration Star Wars. Anaheim, keine Ahnung, wie sie das eröffnen, ob sie uns das irgendwie oder nicht. Keine Ahnung. Ob sie uns das Hotel vorstellen werden oder auch nicht. Jedenfalls kommt eine neue Sendung, eine Realsendung. Dann müssen wir mal schauen, was da abgeht. Dann gibt es die, ich sage es jetzt mal wieder französisch, Resistance oder Resistance. Von einem, der auszieht, da in Manga-mäßiger Version
irgendwelche Rebellenkriege da durchzuführen. Auf der einen Seite war Ezra, leider auch nicht mehr da, Rebels. Auf der anderen Seite die Destinies, na, da kann ich ja nochmal einen hier schnappen, unsere liebe Leia. Also wie gesagt, Leia hier müsste an sich Leia Solo heißen. Ja, Leia Solo müsste sie heißen, denn auf der Crew hat sie geheiratet, ihren Han Solo. Warum da kein Film drüber gemacht wurde oder nichts eingespielt worden ist oder im Nachhinein, keine Ahnung. Hätte man ja mal bringen können. Vielleicht kommt das alles mal, so Nachdrehs oder so. In der heutigen CGI und FMN, Spezialtricktechnik, ist alles möglich. Auch ich bin dort einpflegbar, überhaupt kein Thema. Das geht wirklich. Wer genügend Geld hat, kann bei den Filmen mitmachen. Braucht nur in einem 3D-Scannerraum, also richtig 3D wird er gescannt, wird dann benutzt und dann wird er animiert und dann ist er mit drin im Film. Wer so viel Geld hat, kann es machen, dann sehen wir ihn dann auch auf der Leinwand. Ist kein Scherz, ist wirklich so. Warum er das noch nicht gemacht hat, ist klar, weil das Geld halt noch nicht da ist. Weil so viele so viel Geld nicht haben, um sich das kennen zu lassen, um in einem Star Wars Spielfilm damit eingepflegt zu werden. Natürlich als Randfigur, nicht als Hauptfigur. Weil das kostet dann richtig Geld, wenn einer plötzlich Geld mitbringt, Schauspieler will, das geht auch. Ja, wer viel Geld mitbringt, kann auch Schauspielern. Viele werden ja reingebeamt sozusagen mit sehr viel Geld. Ey, nimm ihn, komm, bring noch Geld mit. Ja, dann wird er genommen und dann, weil die richtig guten, hat man ja gesehen, eure Resonanzen, wen ihr am liebsten als Han Solo hättet haben wollen. Meiner einer bleibt ABR Solo und Captain Rex. Die Uniform besorge ich mir vielleicht auch noch als Captain Rex, dann passt das. Ja, muss ja keine echte sein, könnte ja dann auch so ein T-Shirt sein. Ist verdammt gute Qualität. Ist eine Art so kleine Unikate, so oft bekommt man die nicht. Und für die Sendung hatten wir, wie gesagt, Darth Vader, 3DPO und Han Solo gegönnt. Habe ich euch vorgestellt, das war die Sendung. Es hat mich gefreut, wieder vor der Kamera gestanden zu haben und euch ein bisschen über Star Wars und versuche immer noch 30, 40 und 55 plus zu animieren. So einen eigenen Verein vielleicht, mit der Kamera zu arbeiten, Kostüme herstellen, drüber reden, vor Ort mit vier Augen und eine tolle Sendung zu machen. Ihr seid alle eingeladen, irgendwie mitzumachen, dass das eine tolle Sendung wird. Ich möchte nicht ständig alleine davor stehen, um euch mit und so weiter, weil 30 Jahre Star Wars, ich weiß, was Star Wars ist, ich weiß, was für Arbeiten das sind. Ich weiß, wie alles angefangen hat, aber heute ist neu. Wir sind bei Star Wars 2.0 und Star Wars 2.0 ist nun mal anders. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, ist so. Es ist Star Wars 2.0. Und ich lade euch total recht herzlich ein zur Sendung. Kommt vorbei, kommt rein oder schaut einfach nur. Schaut einfach nur die Sendung. Wir bemühen uns, eine gute zu machen.